Ich bin knapp 20 Jahre älter als mein Partner, der Krämer. Und ich habe schon als Abiturient angefangen zu sammeln, aber nur Kunst der Gegenwart, zeitgenössische Kunst. Wir haben uns dann in den Anfang der 90er Jahre sind wir uns begegnet und haben sie eine Partnerschaft eingegangen und haben gemeinsam auf Auslandsreisen Asien für uns entdeckt und insgesamt die Antike entdeckt. Das war dann ein ganz spannender Prozess, weil ein Gegengewicht gegen die zeitgenössische Kunst entstand. Und wir haben für uns das Gefühl gehabt, die ganze Zeit, in der wir diese Dinge gesammelt haben, dass sie zusammengehören. Und irgendwann war der Punkt erreicht, dass die Bestände so groß waren, dass wir es uns selber beweisen wollten, geht das zusammen? Wo ist der rote Faden? Wir haben hier Gandhara-Reliefs, kleine Reliefs, die eigentlich wie ein Hausaltar, wie wir ihn kennen, funktionieren. Das heißt eine Fußplatte mit dem Relief, mit dem Gefäß, was die Reliquie enthält und die Reliquien und vier Seitenteilen, die verzapft sind und die man senkrecht stellen muss und die nach innen dann ein geschlossenes Ganzes bilden mit einem Deckel. Wir sind kein Museum mit öffentlichem Auftrag, sondern wir sind private Sammler und wir sammeln das, was uns berührt. Wir sammeln das unter einem Thema, unter einem Motto, Linien stiller Schönheit, also unter im Wesentlichen unter ästhetischen Aspekten. Und immer dann, wenn wir auf Kulturen stoßen, die wir nicht kennen, die wir erstmalig anschaulich vorgeführt bekommen, kann es sein, dass der Funke überspringt? Und so ist es bei Gandhara gewesen. Wir konnten diese Kunst überhaupt nicht einschätzen. In Deutschland gibt es bis auf Berlin, das haben wir aber auch erst später erfahren, in Dahlem eine großartige Gandhara-Sammlung. Ansonsten ist das in Deutschland nicht präsent gewesen. Und durch einen Schweizer Galeristen, den wir kennen und schätzen, bei dem wir öfter gekauft haben, haben wir ein größeres Konvolut von Gandhara erstmalig gesehen und waren fasziniert. Das Zusammenspiel der unbekannten europäischen Antike und der buddhistischen Religion, die diesen Stil geformt haben, das war für uns der Ausgangspunkt. Und dann beschränken wir uns auf wenige Teilbereiche und bauen diese dann aus. Wir hatten seit 2009, seit der Eröffnung des Hauses, drei Räume mit unseren Gandhara-Stücken vorgestellt, auch in unserem Katalog schon vorgestellt, haben aber zwischenzeitlich natürlich weiter. Wenn wir einen Bestandskatalog vorlegen, dann wollen wir auch den gesamten derzeitigen Bestand zeigen. Das tun wir hiermit. Das heißt, wir haben einen ergänzenden Raum in direkter Nachbarschaft der drei bestehenden Räume hinzugenommen und haben hier in 6, 8, 10, in 12 Vitrinen zusätzliche 30 oder 40 Stücke aufgebaut. Es sind ergänzend Reliefs und Buddha-Figuren, das, was wir auch bisher hatten. Es sind aber auch eine große Anzahl von Gandhara-Gefäßen. Deshalb für uns wichtig, weil wir eigentlich eines unserer Generalthemen ist das Thema Gefäße, Gefäße aus 5000 Jahren Kulturgeschichte. Wir wollen immer den ganzen Künstler zeigen. Aber das ist ein großes Vermögen, das Sie haben. Ich hoffe, dass Sie... Ja, da war ich auch 2 Jahre, heute ist es nicht mehr 10 Jahre. Ich glaube, 72, 71 große Schulen von Ausschau. Das ist zeitlos. Das ist schon gut. Jetzt habe ich sehr schön gehört.